1993 haben wir uns gegründet, da haben wir den ersten Versuch unternommen, eben genau diese Lücke zu füllen, die am Gewandhaus halt das Gewandhaus-Quartett und Gewandhaus-Bläserquintett, und dann ist diese Oktett-Besetzung eigentlich noch offen gewesen, und da haben wir so als neue Kollegen gesagt, das wäre was für uns. Das Tolle an der Besetzung ist ja eben auch dieser orchestrale Effekt, den man hat, dass man also von ganz filigranen, feinen, intimen kammermusikalischen Spiel bis zu den großen Tutti-Wirkungen alles hat. Das sind eigentlich die Hauptregister des Orchesters, vielleicht fehlt die Flöte, also als hohes Holz. Ich finde auch das Oktett als Kern der großbesetzten Kammermusik einfach, weil das ist so ein Sektor, der eigentlich sonst kaum bedient wird. Das wird dann zufälligerweise mal, ja, können wir mal zusammen, dann machen wir mal ein Schubert-Oktett da spielen, dann halt mal ja, zufällig auch Leute. Flughafen, dann, ne? Genau, dann ach so, ja, können wir mal, ich habe mal eine Idee oder so, genau. Das. Besetzung ist ganz wenig, deshalb ist ja auch unser Ziel oder unsere Vorgabe, dass wir eigentlich die gemischten Bläser-Streicher-Besetzungen von klein bis groß machen wollen. Also diese Lücke zwischen Streichquartett, Bläser, Quintett und Kammerorchester ein bisschen zu füllen. Ja, also dass man nicht stur an der Kernbesetzung festhält, sondern variiert. Und es gibt auch Konzerte, wo man als Oktett gar nicht auftritt, sondern dann ist das Oktett halt Pool und Lieferant für die verschiedenen kleineren oder größeren Ensembles, die da gefordert sind. Ja. Ich meine, natürlich gibt es in der Oktettbesetzung schon einiges schöne Repertoire, Français, was wir öfter gespielt haben, damals auch eines unserer Gründungsstücke mit war. Das sind natürlich überwiegend moderne Stücke und weniger die klassischen Werke. Also natürlich den Kern des Repertoires als Oktett bildet immer das Schubert-Oktett und das Beethoven-Septett in der etwas verkleinerten Besetzung. Wir haben ja hier im Gewandhaus schon einige Sachen ausprobiert, angefangen mit dem reinen Français-Programm. Da bietet natürlich immer so die Gewandhaus-Kammermusikreihe Möglichkeiten für uns, Sachen auszuprobieren, so wie auch das Martinov-Stück hier. Martinon, purer Zufall, habe ich in Madrid im Musikladen entdeckt und gedacht, naja, ist ja genau unsere Besetzung, was wir wollen. Gemischt Schubert-Besetzung. Vom Konzertangebot
produziert, werden wir ganz bestimmt nicht erschlagen. Das liegt einfach auch ein bisschen am Repertoire. Aber es ist eine sehr schöne Sache, noch so einen Pol in der doch relativ anspruchsvollen beruflichen Tätigkeit zu haben. Also das Orchester ist ja auch eine riesen Herausforderung und diese Kammermusik ist eine gute Balance. Die nächste Kammermusik hier am Haus, das ist im September zu den Mendelssohn-Festtagen. Da spielen wir ein Programm, was ausschließlich Leipziger Komponisten beinhaltet. Eisler, und dann spielen wir von Steffen Schleiermacher das Oktett und dann werden wir das Streichoktett von Mendelssohn in einer Bearbeitung für die Schubert-Oktett-Besetzung hier zur Aufführung bringen. Und das wird gerade erarbeitet. Ja, und das ist für uns auch ein Novum. Und das wird sehr, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das wird eine Herausforderung. Vor allem für den Arrangeur.